irgendwann mal noch mal eine Frau küssen? Und wenn du nach vorne sagst, küss mich, und die sagt, nee, du hast damals im Dschungel getoasteten Känguru-Anus gegessen. Darf ich mal in die Zukunft denken? Was möchtest du machen? Also du hast ja Geld auf der Bank und so. Ach so, was ich mit dem Geld machen will? Ja, insgesamt, was du überhaupt machen willst. Worauf läuft dein ganzes Ding gerade hinaus? Weiß ich selber nicht. Also momentan freue ich mich jedes Mal, wenn ich meinen YouTube-Kanal weitermachen kann. Ich habe ja das Glück, dass eine Firma mich bezahlt, dass ich YouTube-Videos mache. Du darfst ja ruhig jeden Namen sagen. Das heißt, ja, aber ja, eine Firma bezahlt mich, YouTube-Videos zu machen. Okay. Und da habe ich das Glück und freue mich natürlich, wenn die immer wieder sagen, komm, wir machen noch ein halbes Jahr länger, noch ein halbes Jahr länger. Und dann freut man sich natürlich, wenn immer Abonnenten zukommen. Man sieht immer mehr Abonnenten. Und so bin ich eigentlich relativ glücklich momentan. Bloß die Frage ist, wie lange kann man YouTube machen, bis man langweilig, alt oder nervig ist? Keine Ahnung. Was glaubst du, wie lange man das machen kann? Oh, kommt drauf an, ob man sich weiterentwickelt. Zum Beispiel so ein Line-TV, glaube ich, der hat irgendwann seinen Höhepunkt erreicht, weil irgendwann ist er zu alt. Aber ist es nicht auch so, dass die Leute, die ihn jetzt gucken, auch mit ihm wachsen? Also wenn er sich verändert? Aber die Frage ist, ob er wächst. Er macht ja weiterhin diesen Pipi-Kaka-Furzumor. Oh. Und die Frage ist, ich glaube, du lachst nicht mehr über die Sachen, worüber du mit 14 gelacht hast. Nee, aber wenn ich jetzt zum Beispiel bei dir drauf gucke, du entwickelst dich ja relativ schnell. Du machst ja immer mehr Sachen im auch schauspielerischen Bereich auf dem Ding. Habe ich jetzt gesehen? Ja? Ja, komm hier, klar, sicher. Was denn? Uli Hoeneß und Uli solche Sachen. Naja, Uli Hoeneß, das ist ja nicht schauspielerisch. Das ist, ja. Ja, aber die Entwicklung, na, ich versuche mich zu entwickeln. Ich habe mich auch letztens entwickelt und bin total gegen die Wand gerannt. Mit was? Ich hatte wollte eine witzige Unterhaltungsshow machen, habe die Rabimmel Rabammel Rabum genannt und die hat einfach gar keine Klicks gekriegt. Die war auch aufwendig produziert, wir hatten ein Studio, mein Cutter saß ewig lange dran, um das schön zu machen. So, und dann hat es 1000 Klicks und dann gehst du einmal auf eine U-Messe, Mikro ist übersteuert, Kamera ist scheiße, aber das Ding kriegt gleich 10-fach, 20-fach so viele Klicks, weil es einfach für YouTube besser ist. Also es gibt ja so Waititi zum Beispiel, die haben auch gerade aufgrund dieser Tatsache, so interpretiere ich das, eine kreative Pause eingelegt. Waititi haben bloß mitgekriegt, dass sie mit einem Kinofilm und allem jetzt mehr Geld verdienen können als mit Videos. Was ja auch wahrscheinlich richtig ist. Also ja, sagen die, okay, warum soll ich das noch machen? Aber ist das auch dein Bestreben, dass du sagst, ich benutze YouTube als Vehikel, um woanders hinzukommen? Könnte man so sehen. Das war ja so nach Wer wird Millionär, hast du viele Angebote gekriegt. Aber 90% ist eben so, da sehen dich Leute und die sehen irgendwas in dir. Und ob das stimmt oder nicht, die sehen es und sagen, Aaron, super Typ, ich kann mir das und das mit dir vorstellen. Und dann habe ich immer so gesagt, nee, habe ich eigentlich keine Lust drauf. Was ist denn so das Absurdeste, was man hier angeboten hat? Kennst du diese, es gibt auf RTL 2 eine ganz schlimme Flirtshow und die wurde damals ausgearbeitet und die sollte mit Moderator sein und die Show ist aber so schlimm. Ich weiß nicht, welche ist das? Next heißt die, ist sehr schlimm, also das ist wirklich, die ist wirklich sehr, sehr schlimm. Und da sollte ich die Moderation übernehmen und da habe ich auch gesagt so, ach nee, nee, lieber möchte ich nicht. Und eben die Leute sehen nicht, sagen, ey, der ist von mir auch cool, aber fragen dich selten, was du machen willst. Und auf YouTube war dann eben, zum Glück kam die Firma an und hat gesagt, was willst du machen? Ey, geil, das. Ja, okay, hört sich cool an. Natürlich muss ich jede Idee mit meinem Chef absprechen, aber da kommt meistens, yo, hört sich gut an. Und trotzdem ist es so, es zieht dich so ein bisschen in die Öffentlichkeit, oder? Ich sag mal so, kreativ sein macht mir Spaß und auch hier Videos machen macht mir Spaß. Genau, du machst das ja nicht im Kämmerchen. Leute unterhalten macht mir auch Spaß. Ja. Und natürlich, ich habe mich auch mit 17, mit 19 und ich glaube mit 23 bei Viva beworben. Und die wollten mich nie haben. Und natürlich, Fernsehen macht mir Spaß oder auch Unterhaltung im Internet macht mir Spaß. Aber ich sag mal so, ich habe auch kein Problem, wenn es irgendwann nicht mehr klappt oder so. Die BVG in Berlin sucht gerade, ich habe auch kein Problem, Bahnfahrer zu werden. Wirklich ehrlich? Du könntest dir vorstellen, auch mal Bahnfahrer zu werden? Also wenn es nicht mehr klappt mit der Öffentlichkeit? Wenn es nicht mehr klappt, Okay. Okay, obwohl ich jetzt gerade mittlerweile überlege, ein Kumpel von mir hat Tankstellen und der würde mich zum Pächter ausbilden, was natürlich auch cool wäre. Mhm. Aber, also weil es auch eine gewisse Form von Öffentlichkeit hat natürlich, ne? Nein, also, weil ich einfach irgendwie Geld verdienen muss, um zu leben. Ja, aber du sagst es, wie gesagt, gerade eben, erst wenn das nicht mehr funktioniert in der Öffentlichkeit. Erst wenn das nicht mehr funktioniert, wenn ich nicht mehr davon leben kann. Okay, wie weit würdest du dafür gehen? Was würdest du machen? Alles, ich mache alles, womit ich klarkomme, womit ich mit mir im Reinen bin. Würdest du in den Dschungel gehen? Nein. Warum nicht?
warum nicht bei der Dschungel darauf, weil man im Dschungel eklige Sachen essen muss. Und ich will irgendwann mal noch mal eine Frau küssen. Und wenn du dann zu einer Frau sagst, küss mich, und die sagt, nee, du hast damals im Dschungel getoasteten Känguru-Anus gegessen. Nee. Das ist der einzige Grund? Okay. Nee, also interessant, weil du gerade gesagt hast, wenn du davon leben könntest und so. Gut, wo ist denn dann die Grenze? Also Dschungel, okay, ist die Grenze. Wo ist die Untergrenze? Wo sagst du, bis hierhin geht Öffentlichkeit und danach ist Feierabend? Kann ich dir gar nicht sagen. Ich glaube, das ist situationsabhängig. Wenn du mir jetzt ein paar Beispiele sagst, sag ich, ob ich es machen würde oder nicht. Würdest du eine Reality-Show über dein Leben zum Beispiel zulassen? Nee, meinst du so à la Katzenberger? Keine Ahnung, sowas, dass man dich Tag und Nacht mit einer Kamera begleitet. Naja, ich hatte ja nach Wer wird Millionär das Angebot so von Vox, hey, du wirst die neue Katze, wir begleiten dich und deine Familie. Das wäre übrigens mein innerer Traum, wenn du die neue Katze geworden bist. Nee, ja, weiß ich, aber das wollte ich nicht. Ich würde nicht unbedingt gerne mich beim irgendwie so dauerhaft für eine. Dann hätte deine Mutter mittlerweile eine eigene Platte aufgenommen. Und nee, so. Das ja, aber das will ich nicht. Meine Mutter will das nicht, ich will das nicht. Ich nehme auch nur die Geschwister, also mein anderer Bruder, der war noch nicht zu sehen, weil der einfach noch keine Lust darauf hat. Beim YouTube-Kanal was mit mir zu machen, klar, frage ich meine Geschwister. Ich liebe die über alles, ob die mitmachen wollen, ob die Lust haben. Aber auf jeden Fall kam sie, ja, du wirst die neue Katze, wir filmen dich dann, wenn du mit deiner Familie in Urlaub fährst. Da habe ich gesagt, nee, sowas möchte ich nicht. Und da hatte ich eigentlich ein gutes Angebot, aber nee, sowas wollte ich nicht. Mhm. Also wenn sie jetzt nur mich gefilmt hätten, Aaron, ja, bei dir hatten ja gesagt, nee, wir brauchen ja Familie und bla bla bla. Habe ich gesagt, nee, dann geht's nicht. Mich können sie ruhig filmen, wie ich, keine Ahnung, mit Kumpels bolzen gehe und schlechte Laune habe, weil ich verliere. Also so, das ist ja egal, in was für einer Lebenslage man dich quasi da abfilmt. Eigentlich schon. Kommt drauf an, nenn mir ein paar Lebenslagen bitte. Naja, weiß ich nicht. Du sagtest eben gerade selber, ich gehe mit Kumpels Fußball spielen, bolzen und ja. Man sieht, wie ich irgendwie sauer bin oder sowas. Das ist, ja, da ist ja die Chance, dass Yogi mich sieht und nachnominiert oder schon für klar. Die neue WM nominiert. Aber es ist auch die Chance, dass ihr irgendwie im Rausche der Aggression vielleicht etwas aus dem Mund herausfährt, was du so kontrolliert nicht versuchst zu sagen. Aber in dem Moment, wo man einfach die ganze Zeit eine Kamera auf jemanden drauf hat, kann man das eben nicht revidieren. Ja. Und bei so Reality-Dingern ist es ja auch immer so, dass man quasi ja, wie soll ich sagen? Also das steht dann im Raum. Man hat dann keine, oder glaube ich zumindest, man hat ja keine Möglichkeit, da nachher nochmal zu sagen, zeig das mal nicht oder so. Weil wenn es da ist, ist es da. Ja, kommt, also ich sag mal so, wenn man eine Produktionsfirma hat, mit der man gut klarkommt und mit der man Vertrauen hat, dann müsste eigentlich sowas immer gehen, zu sagen, Mensch, da habe ich aber gerade den kleinen Jungen umgeschubst, schneide das mal raus. Aber ja, kommt drauf an. Deswegen, also ich gehe davon immer aus, dass alle ehrlich, freundlich sind. Ich habe bis jetzt noch keine schlechten Erfahrungen mit Leuten gemacht, muss ich sagen, in der Medienbranche, obwohl immer viele sagen, die sind hinterhältig oder arschig oder bei den YouTubern ist ja ganz groß, oh, die Bild ist ja der Teufel persönlich. Oh. Ja. Du kennst doch ein paar Leute bei der Bild und so, hat sich da irgendwas verändert? Inwiefern? Naja, also könntest du heute zu irgendwelchen Leuten gehen, YouTubern und sagen, ja, also ihr habt recht? Nee, ich muss sagen, die Bild, die alle sagen, die bösesten, klar, die Bild kann einen hochheben und fallen lassen. Und ich glaube, zu mir waren sie bis jetzt immer ehrlich, freundlich und haben mich nicht verraten. Was? Haben mich nicht verraten. Okay, ich verstehe.